Das ist halt nicht dein erstes Mal, dass du so im Auto sitzt, weißt du? Es ist zwar nur so ein Gefühl, aber ich würde sagen, das könnte so sein. Wie geht's? Bist du ausgeschlafen? Ja. Cool. Dann machen wir da weiter. Ich zeig dir also weiter so ein paar Prüfungsecken, sodass du auf dem Schirm hast, auf welche komischen Kekse der Prüfer so kommt. Hast du Fragen? Nö. Dann lass uns hier rechts rum weiter und dann sofort gleich links. Warte. Also zwei, drei Sachen. Ich erinnere mich darüber was. So mit dir. Genau, Fahrschulstyle. Und lass dir Zeit. Diese ganze Blinkernummer überall und so, da steht der Prüfer drauf, dass er sieht, ach, du kümmerst dich, du passt auf und so. Und links warum weiter. Cool. Nice. Nice, nice, nice. Ja, das geht gut. Versuch dir dabei, also anders. Du musst schauen, dass du den Prüfer davon überzeugst, dass du so ein bisschen wie so ein Allmann fährst, weißt du? Weil du ich verstehe schon. Gut. Wir fahren links weiter. Du kannst gut Auto fahren. Und vom Gefühl her würde ich sagen, das ist halt nicht dein erstes Mal, dass du so im Auto sitzt, weißt du? Es ist zwar nur so ein Gefühl, aber ich würde sagen, das könnte so sein. Der Prüfer merkt das sofort, so wie ich das merke, weißt du? Und der ist da kein Fan von. Deswegen chill. Deswegen musst du ihn so ein bisschen davon überzeugen, dass du ein ganz ruhiger Kerl bist, dass du ganz entspannt fährst. Dass du, wenn du hier raus beschleunigst, dass du das so easy machst. Ab dem gelben Schild, weißt du wie schnell? Ab dem? Jo. Aber wie schnell? 50. 100. Ja. Genau. Ab dem Schild darfst du 100 fahren. Und jetzt musst du halt. Vielleicht so, da kommt 70. Ja, jetzt musst du halt checken, ob sich das überhaupt lohnt. Also die 70 sind aus irgendeinem Grund abmontiert worden. Ich weiß nicht, ob sie fehlen oder was. Aber 100 macht hier auch wenig Sinn, weil da unten kommt gleich 50. Also. Ich sag mal, mindestens 70 fährst, ist alles cool. 66. Ja, auch gut. Das passt alles. Wir fahren da unten gleich links weiter. Ja, die Kupplung lass mal los. Also, oder schalt den dritten Gang, wie was du machen willst. Ich mach dritte. Okay, dann Kupplung wieder lösen. Aber bleib bei dem Schild, muss bei 50 sein. Genau. So, an der Ampel links, Spiegel nochmal gucken. Und dann ganz in Ruhe Kupplung durchdrücken. Schalte erst, wenn du gleich unten stehst. Dass du hier in Ruhe quasi dran fährst, runterbremst. Ja, dann cool. Gut, gut. Merkst du, dass du dir so ein bisschen die Ruhe antun musst? Du bist halt sehr schnell unterwegs, ne? So, ja. Damit überzeugst du halt den Prüfer, dass er dir vertrauen kann und du in Ruhe Auto fährst. Wenn du die Moves zu schnell machst, dann denkt er sich was mit ihm los, weißt du? Und in Ruhe vierter Gang. Genau, weil du halt schneller als 50 bist, ne? So, Achtung, Ampel und 70. Jetzt musst du schauen, je eher du die Ampel siehst, je einfacher hast du es. Wenn die grün ist, drück halt drauf, ne? Dass du relativ schnell auf die 70 kommst. Check hinter dir. Gut. Korrekt. Bis zur Linie. Und dann in Ruhe wieder erster Gang. Erinnerst du dich noch an diese Berganfahrnummer? Ja. Cool. Wenn du hier losfährst, probier, auch wenn du dir Zeit lässt, nicht zurückzurollen einfach. Genau so. Check nochmal hinter dir. Wir haben genug Zeit. Versuch, beschleunigen kannst du gleich schnell. Versuch langsamer zu schalten. So. Viel besser. Das sieht fahrschulmäßig aus. Ja. Alles andere, was du sonst machst, ist schon so. Ja, weil ich glaube, das kriegst du vorbei. Ja. Ja. 2,30. Ja, ist richtig, ja. Dann bei ab 35 Richtung 40. Im dritten Gang. Ja, dritten. Genau. Aber du hast halt Zeit beim Schalten. Also die Gänge, das passt alles. Ich meine nur, mach diese Bewegung langsamer. Siehst du Ortseingangsschild? Ja. Gut, da ist der Prüfer pingelig, ne? An der nächsten Ampel fahren wir rechts. Nicht beeilen, nein, du musst runterbremsen, erster Gang. Kupplung langsam lösen. Schulterblick nochmal machen, nicht viel Gas geben. Schilder alle gucken, dass du weißt, wie schnell man hier fahren darf. Und dann locker beschleunigen, genau.
Aber du brauchst diese Zeit, weil sonst kommst du zwar in die Kurve, aber bist zu schnell und du hast danach verloren, weil du gar nicht weißt, wie schnell darfst du hier fahren, waren hier Schilder oder nicht. Ich habe zum Beispiel kein Schild gesehen. Deswegen da 50, genau. Sieht aber aus wie 30 hier und dann fahren viele 30 und der Prüfer sagt, also das ist dann ein grober Fehler, ne? Wenn du 30 fährst, aber 50 ist. Und der kommt ja nicht, weil du nicht fahren kannst, sondern einfach, weil du keine Zeit hattest, zu gucken. Die nächste Straße fahren wir links. Lass dir dafür Zeit, kannst du jetzt schon in Ruhe runterbremsen. Meinetwegen lieber ruhig sogar in den ersten Gang. Also, dass du fast stehen bleibst, ruhig langsam, viel langsamer werden. Weil du die Autos erst sehr spät siehst, die da angeschossen kommen. Okay. Bisschen rechts bleiben. Und rechts bleiben, genau. Ah, ruhig langsamer um die Kurve, weil das super eng hier ist. Wenn du an dem vorbei willst, genau. Du kannst kurz in den zweiten, musst halt nur kein Gas geben. Wenn du Gas gibst, verbaust du dir das. Ja, genau so, jetzt hast du Gas gegeben, hast du gemerkt? Lieber, dass du so mit dem zweiten hier durchrollst, als wenn du noch ein bisschen pusht, ne? Ich meine, wenn alles okay ist, so wie jetzt, vorne ist keiner, passt das. Und dann rechts weiter. Langsamer, weil du nichts siehst, welcher Gang. Erst. Mhm. Dann halt dich schön rechts. Siehste, dafür erste Gang. Ja. Ein großer Hundeausflug hier. Erst bremsen, dann die Kupplung lösen. Weil wenn du zu früh, also du musst unter 10 kommen, bremst du ein bisschen mehr, dann lösen. Dann hackt dieser erste Gang auch nicht so krass rein, weißt du? Ja. Also sonst passt das nicht. Kannst du mir sagen, wer hier Vorfahrt hat? Er ist rechts vor links. Nee. Aber er kommt aus einer Straße, also ich. Also er kommt aus, wie nennt man das? Abgesenkter Bordstein? Ja. Das ist der Grund, du hast Vorfahrt, ne? Aber viele Fahrschüler sind irritiert, wenn die hier langfahren, weil die sehen halt das Straßenschild und denken sich dann so, doch nicht, weißt du? Und da brauchst du einfach nur Zeit, um das alles vernünftig zu erkennen. Versuch vernünftig drumherum zu fahren. Und dann fahren wir links weiter. Ruhig langsamer und schleif mit der Kupplung. Dann fahren wir rechts weiter, beeil dich nicht. Locker und dann fahren wir rechts weiter. Bleib im ersten, sonst schaffst du das nicht. Genau. Weißt du, wie schnell du hier fahren darfst? 50. Jo. Wenn das geht. Ne? Du hast oben Gefahrenzeichen sogar. Ah, Achtung, Kinder. Wahrscheinlich wegen einer Bushaltestelle hier oder so. Einfach, dass du da die Augen aufhältst, wenn alles klar und frei ist, dann okay, fahr 50. Wenn so ein bisschen, so wie jetzt, so kurvig ist oder so oder viel los ist, ist gar kein Problem. Ja, aber ist einfach so, dass das für dich passt. Wenn die Straße so groß und breit ist, habe ich keine Bauchschmerzen mit 50, ist alles cool. Aber so mit Kurve und da einfach dann aufpassen, dass du das auf dem Schirm hast. So, nächste Ampel biegen wir rechts ab. Jawohl. Schön links bleiben. Ja. Imbiss. Was ist denn hier? 9.30 Uhr. Wer haut sich denn um 9.30 Uhr schon eine Pommes-Currywurst ins Gesicht? Alter Schwede. 9.30 Uhr, da musst du aber Bock drauf haben. Dazu noch ein paar Haribo und ein bisschen Book of Ra.
Schön. Die nächste Straße fahren wir links. Ja, also ich schlage dir vor, dass du nicht so einfach direkt blinkst, sondern check immer erst alles andere ab. Ja, Innenspiegel. Außenspiegel, Schulterblick, genau. Ja, jetzt bremst dich das Auto auf 10. Gemerkt? Das solltest du lieber machen, den Job. Das heißt quasi, dass du zuerst bremst und dann die Kupplung löst. Hast du gesehen, wie schnell man hier fahren darf? Jo, ich glaube nicht, dass du mit 30 hier überlebst. Weil hier auch Busse kommen und so weiter. Also das ist super eng hier. Und der Prüfer fährt ja nicht hindurch mit dir, weil er sehen will, wie toll du 30 fährst. Sondern damit er sehen kann, ob du das System hier regeln kannst, wenn jetzt... Ach, guck mal. Siehst du, ne? Gut. Der bleibt jetzt schon stehen, weil er dich gesehen hat. Weil er weiß, würde er fahren, passt das nicht. Guck mal, wir haben noch einen. Oh, nein, nicht ausweichen. Wir haben noch einen hinter uns. Nicht beeilen. Ich sag mal, danke, Busfahrer. SS straight. Ja. Jo, dann bleib auch mittig. Bisschen mittiger bleiben. Genau. Beeilen. Spiegel gucken. Also wenn du rechts blinkst, sieht das immer so aus, als würdest du parken wollen. Du kannst nicht ausweichen, nur stoppen. Wenn du ausweichst und kommst an den Bordstein, bist du sofort raus. Wäre ärgerlich, wenn du wegen sowas durchfällst. Das heißt, wenn dir jemand auch den Platz kaputt macht oder so, bremst. Aber mach nicht den, ganz wichtig. Ja. Rechts fahren wir weiter. Genau, erst auf 10 bremsen. Und dann kannst du von mir aus langsam mit der Kupplung reinschleifen. Merkst du, dass das Auto jetzt auch gar nicht mehr so krass bremst? Ja. Weil du zuerst gebremst hast. Gut. War ein guter Übergang. Weil du dich nicht so beeilt hast. Ja. Dieses Zurückblinken ist immer gefährlich. Oder die in der Straße stehen, denken, du biegst ab und dann fahren die einfach los, weißt du? Ja. Deswegen, also wenn du rausblinkst, immer cool, aber so zurückblinken, boah, ich bin... Aber in der Hälfte, man muss doch zurückblinken, deswegen halt. Ja, wenn du überholst oder sowas, dann kannst du das machen. Wenn du rechts überholst, wenn du links überholst, dann wieder zurückblinken und so, das ist alles cool. Aber so wie jetzt, wenn du so zum Beispiel an so Hindernissen vorbeifährst, da sicher dich einfach nur ab mit Innenspiegel, Außenspiegel, mit Innenspiegel, Außenspiegel und dann ist alles gut. Ja, weil du hast auf das Auto geguckt. Guck auch auf, also wenn du guckst, guck auch auf den Bordstein, damit du beide abschätzen kannst. Das ist eine fiese Strecke und eigentlich stehen hier auch normalerweise, da darfst du ruhig drüber fahren. Ja, ja. Eigentlich stehen hier auch mehr Fahrzeuge, aber das wird da vorne gleich nochmal so ein bisschen spannend. So, hinter dir nochmal kontrollieren. Gut. Beeilen, langsam anbremsen. Bisschen links bleiben, genau. Wenn du jetzt rausfährst, rechtzeitig entscheiden, ob vorne jemand kommt oder nicht. Wenn du zurückgehst, nur Spiegel und Seitenblick. Mhm. Am Ende fahren wir die dritte Straße aus dem Kreis raus. Einfach nur anbremsen jetzt. Wenn der sowas macht, einfach nur anbremsen. Die dritte wieder raus. Ein bisschen mehr bremsen, hast ein bisschen mehr Zeit. Bleib mit den Augen links. Zweiter Gang passt. Langsam weiterrollen. Genau, jetzt gib kein Gas. Chill. Wir fahren noch eine weiter. Lass dich hier einfach so ein bisschen durchtreiben, dass du nicht in der Mitte drauf kommst. Genug Zeit hast. Ja. Einfach gut beobachten. 50 sieht ja gut aus. Du kriegst ein bisschen fester, weil es bergauf geht. Ja. Ja, und dann wieder für den Kreis sowieso locker zweite. Ne? Wir fahren geradeaus wieder raus.
alles vorher fertig machen. Nicht im Kreis mit der Kupplung, weil dann bremst er dich in den Kreis. Immer davor. Ja, 30 für die große Baustelle. 3 Meter. Ja, musst du halt durchhalten. Ja, sowas kann dir in der Prüfung auch passieren. Du kannst den nur überholen, wenn du die komplette Strecke gut einsehen kannst, ne? Ja, das ist schon mal nicht so gut. Mehr Abstand lassen. Wenn du jetzt näher dran fährst, dann schaffst du es auf gar keinen Fall zu überholen. Also doppelte Strecke noch Abstand lassen. Ja, also Minimum so, ne? Auf keinen Fall näher dran fahren. Ich weiß nicht genau, was er da sauber macht. So dreckig ist er gar nicht. Vielleicht chillt er auch einfach noch. Ja, wenn du gleich siehst, dass alles passt, kannst du gerne überholen. Aber wie gesagt, du musst halt alles abchecken. Oder du hast Glück. Genau. Beides okay. Wichtig ist, dass du da die Nerven behältst und nichts gefährlich machst. Einfach. Und dann fahren wir gleich Richtung Lünen. Guck du dir aus, wo das geht. Jo. Ja, das war ein bisschen früh. Genau. Ja, aber da wird der Prüfer nichts sagen. Wenn das ein, zweimal passiert, ist egal. Geh bis auf die Linie. Weiter. Warum sind die so weit außen? Damit alle hier vernünftig abbiegen können, damit die rechts neben dir nochmal rechts fahren können. Ah, die Hände nehmen wieder normal, ne? Nicht so. Genau, kontrollier hinter dir. Passt. Ein Traum. Noch ist 70, ne? Sei konsequent. Gut. Genau. Jetzt kannst du aber bei 70 auf dem 5. bleiben, ist kein Problem. Kannst du den Scheibenwischer einmal anticken so? Ne, nach oben oder nach unten? Ja, das ist gut. So, ja, 50, das schafft der 5. dann nicht mehr, ne? Da musst du halt dann wieder zurück in den 3. Versuch oben zu bleiben, dass du in dem Moment nicht runter guckst. Ne? Auch wenn du eine Sekunde länger brauchst, ist egal. Aber versuch oben zu bleiben mit den Blicken. Ja, jetzt kannst du wieder, so wie er jetzt hier, er hat richtig Bock. Na, ob der wirklich 70 fährt, ich weiß ja nicht. So, ich werde nie geblitzt, meistens. Oh, doch. Auch schon, aber nicht so oft wie die fahren eigentlich. Das stimmt, ja. Ich weiß nicht, so jetzt 70 fährt der runter. Vielleicht hat er diese App, diese eine. Diese Chip. Nächste Ampel fahren wir immer noch Richtung Lünenzentrum quasi. Also, siehst du wo? Rechts. Gut. So, 50. Geh ruhig schon runter, auch mit dem Gang, ne? Bremst ein bisschen mehr, dass du mehr Zeit hast. Sonst ist gleich alles in der Kurve und alles zusammen. Genau. Kupplung schon durch. Und dann rechne auch damit, dass du einen grünen Pfeil kriegst, ne? Also beobachte die Ampel gut. Wenn du mal auf die Ampel guckst, genau, und mit dem grünen Pfeil, tschüss, kannst du einfach abbiegen. Schilder direkt wieder checken, cool.
schalten und dann rechts weiter. Obwohl du rechts weiter fährst, trotzdem schalten, weißt du? Spiegel gucken, Blinker. Mehr bremsen, viel mehr bremsen. Noch mehr, sodass du in den zweiten Gang gehen kannst. Dann Kupplung wieder loslassen. Ganz loslassen die Kupplung. Kein Gas geben. Kein Gas geben. Du musst bei Vorfahrt gewähren mit dem Fuß an der Bremse sein. Du fährst gut, Aram, aber du bist zu schnell mit deinen Moves. Du musst dir das so vorstellen. Der Prüfer hat 50 Minuten Zeit, mit dir zu fahren. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst so schnell wie du. Du machst das ja gut. Aber ich kann dir sagen, du wirst die doppelte Strecke fahren von dem, was andere Fahrschüler fahren. Naja, normale Fahrschüler fahren diese Kurve langsam an im zweiten Gang, beobachten, haben den Fuß über der Bremse, beobachten und fahren dann langsam weiter. Du bist doppelt so schnell dadurch. Nicht schlechter, aber doppelt so schnell. Und das heißt, diese 50 Minuten für dich kann der Prüfer viel mehr mit dir fahren als mit anderen Fahrschülern, weil du so überall durch bist. Das heißt, selbst wenn du das kannst, tu so, als würdest du es nicht können und fahr so ein bisschen. Ja, genau. So, guck mal, Ortseingangsschild. Da bremst du jetzt schon langsam runter. So auf die 50, beobachtest einen Innenspiegel und dann fahren wir locker 50. Fertig. Und dann nicht so tuk, 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 sondern Piano, bevor du abbiegst. So wie so ein Rentner bewegen, wie so eine Schildkröte, weißt du? Ja, ungefähr so. Genau, später weiß ich, was passiert. Wenn der Prüfer dir den Führerschein gibt, der hat den Glückwunsch, dann bist du weg, das war's, sehe ich die nie wieder. Aber das kannst du ihm nicht verkaufen. An der Ampel fahren wir rechts. So, jetzt als Beispiel. Guck mal, mach mal Blinker aus. Guck mal in den Innenspiegel. Nein, 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 mach so. Innenspiegel, Außenspiegel, Schalter, Blinker. Das ist die Reihenfolge. Hast du das die ganze Zeit gemacht? Ja, klar hast du das gemacht. Aber du hast so gemacht. Ich will dir das nur sagen, dass du da... Wie soll ich das formulieren? Das ist zu gut für Fahrschule. Der Prüfer sieht das und wenn du dich als Einziger, also der macht 10 Prüfungen am Tag. Ja. Und wenn du der Schnellste bist, wundert der sich. Der sagt ja nicht, oh, sie machen das sehr gut, ich habe das Gefühl, sie können das schon dreimal, hier ist ihr Führerschein, sondern der denkt sich so, nee, ja genau das macht er nicht. Genau das macht er nicht. Und man merkt aber, dass du dir denkst, ach komm schon, lass mich noch eben Prüfung machen und dann habe ich das her, ich gebe mir jetzt endlich den Schein. Das merkt er. Und dann denkt er sich, ah nee, warte mal, das gucke ich mir jetzt mal genauer an. Und darauf habe ich keinen Bock, weil das können wir nicht gebrauchen. Wofür? Soll der lieber mit dir eine chillige Runde fahren und alles ist gut? Statt. Hier kannst du ruhig weiterfahren. Jetzt hast du auf, ich sag mal, 20 runtergebremst. Kannst du machen. Aber wenn der Fußgängerüberweg übersichtlich ist, dann reicht es, wenn du den Fuß an die Bremse legst, kurz Gas wegnimmst und dann wieder Gas gibst. So zum Beispiel der nächste Fußgängerüberweg. Da brauchst du gar nicht groß runterbremsen. So für sie jetzt zum Beispiel. Leg den Fuß über die Bremse. Guck. Okay, sie will rüber. Gut, wäre die weitergegangen, hättest du halt locker weiterfahren können. Und dann fahren wir rechts. So, jetzt mach mal ganz in Ruhe. Langsamer, viel langsamer. Das war schon okay. Nächste Straße fahren wir rechts. Nächste Straße rechts. Richtig lenken, ne? Merkst du, was ich meine mit zu schnell? Schaut. Spiegel, Schulterblick. Und dann rechts weiter. Blinken. Kupplung lösen. Ja. Das ist eine Gönjamin-Kurve hier, ne?
oben biegen wir dann gleich rechts ab. One is the longest number that you'll ever know. Ein Traum. Sehen kann man nichts. Das ist das kleinste Stoppschild, glaube ich, das ich kenne. Wie hoch ist das? 1,50 Meter oder was? Two can be as bad as one. Und dann fahren wir rechts weiter. Ja, die 50 jetzt bis zum Kreis macht ja auch wenig Sinn, ne? Dann fahren wir links der Saskia hinterher. Schauen wir Spiegel. Blinker, nicht beeilen. Erstmal. Und dann such dir einen Parkplatz aus. Mir ist egal welchen. Hauptsache, du lässt dir Zeit. Chill. Gut, wichtig ist bei deinem Move jetzt zu beachten, dass du hier vorne und rechts und links die Pfosten hast, ne? Locker, genau. Wieder nach hinten gucken, genau. Ah, aber du musst beide Hände am Lenker. Langsam, mit der Kupplung arbeiten. Genau, ein bisschen schlafen. Ah. Ist einverstanden so? Ja, ich drück mal die Kupplung. Nimm mal einen Gang raus, weil sonst piept er sich hier kaputt. Passt da noch ein Auto rein? Nein, eigentlich muss man weiter nicht. Du könntest entweder ein bisschen weiter in die Richtung oder in die, weil hier hast du auch noch so also Halbplatz. Siehst du das? Guck mal. Ja. Also eine von beiden Richtungen, entweder ein bisschen rechts rüber oder ein bisschen links rüber. Mir ist egal wo. Die parken jetzt hier sogar auch rückwärts ein. Leisure. Siehst du aber so, wie sie macht. Guck mal, sie dreht sich um, sie hat beide Hände am Lenker. Den darfst du auf keinen Fall in der Prüfung bringen. Du musst richtig wie so ein Opfer rückwärts fahren, weißt du? So. Guck. Stopp. So. Jetzt mach in Ruhe, dann korrigier nochmal, so wie du meinst. Aber langsam viel gucken. Rechts, links gucken, beide Hände am Lenkrad. Das war nicht richtig die Kupplung gedrückt, ne? Ja. Nach hinten gucken. Denk dran, so wie sie das gemacht hat. An. Nice. Gut, aber. Wie soll ich touch too much oder so? Weiß ich nicht, wie ich das formulieren soll. Wir sind einfach nur zu schnell. Und du musst dem Prüfer das verkaufen. Du musst ein guter Verkäufer werden. Ja, genau. Genau. Ja, weil wenn der das sieht, so wie du das machst, dann hat er in 5 Minuten keinen Bock mehr darauf, weil er sich denkt so, was macht er da, warum fährt er so, dann fährt er einmal rechts, einmal links, enge Straßen, das und nimmt dich da auseinander. Das würde ich gerne vermeiden, weil wenn du nur ein bisschen langsamer fährst, diese Moves, diese Bewegung etwas
kontrollierter einfach machst, kauft er dir das viel schneller ab und bewertet deine Leistung viel höher. Wer wem das in dieser Kürze der Zeit, der lernt dich ja nur 5 Minuten kennen, mehr nicht. Das steht, hallo, ja, alles klar, ja, Rahmen, los geht's. Wo ist Fernlicht, wo ist das, ja, da, 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 da. Können wir jetzt losfahren? Okay, dann fahren wir los und dann zack, zack, zack. Und der denkt sich, was macht der da? Das kriegen wir schon hin. Korrekt. Alles klar, dann gehen wir einmal rein, holen uns ein bisschen frische Luft.